Herzlich willkommen bei grün-und-gesund.de. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Moringa. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, es wird in der letzten Zeit in den Himmel gelobt quasi. Und der eine oder andere kennt es von euch vielleicht auch als Moringa-Blattpulver. Moringa oleifera, so ist der korrekte botanische Begriff dafür, ist ein Baum, der von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt als Wunderbaum bezeichnet wird. Man sagt dieser Pflanze nach, dass sie die nährstoffreichste Pflanze der Welt sei und sie soll laut aktueller Studien wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit beitragen. Ja, und deshalb freue ich mich, dass Peter Bucher heute mit dabei ist beim Interview. Dr. Med. Peter Bucher, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Er ist wissenschaftlicher Berater im Moringa-Haus. Und er beschäftigt sich mit den naturwissenschaftlichen Hintergründen der Eigenschaften des Moringa-Baumes, wie zum Beispiel global ökologische Bedeutung des Baumes, seine Anwendung für die Ernährung und der Naturmedizin. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist. Ja, guten Tag, lieber Andreas. Schön, dass ich dabei sein darf. Denn, wie wir ja beide sehen an den vielen Fragen, die unsere Menschen, mit denen wir Kontakt haben, auf dem Gebiet der grünen oder gesunden Ernährung, ist tatsächlich in den letzten Jahren ein hohes Interesse bezüglich dieses Moringa oleifera Baumes entstanden. Ja. Für viele ist es tatsächlich noch Neuland, deswegen ist deine Aktion, mehr Menschen darüber zu informieren, ja auch ganz hilfreich. Genau, ja. Und die Äußerung, dass es ein Wunderbaum ist, die unterstütze ich auch immer. Ja, ist es wirklich so? Also man sagt, es ist der Wunderbaum. Was ist da dran an dieser Frage oder an dieser Aussage? Also was verwunderlich ist an dem Baum, ist tatsächlich die Fülle der für den Menschen nützlichen Nährstoffe, die in einer Pflanze versammelt sind. Das ist bei tropischen Pflanzen ja häufiger als bei heimischen Pflanzen. Wir haben zwar auch gesunde heimische Pflanzen mit vielen Antioxidantien und so weiter, aber das ist halt bei so tropischen Gewächsen deswegen oft reichhaltiger, weil die mehr Sonnenenergie zur Verfügung haben, all diese Stoffe zu synthetisieren. Außerdem ist bei dem Baum erstaunlich, dass er so einen hohen Eiweißanteil bietet, was ja sonst nur eigentlich von Hülsenfrüchten uns bekannt ist. Sojabohnen haben zum Beispiel 30% Eiweißanteil, der Moringa-Baum hat in seinem Blattpulver, also in den trockenen Blättern, auch 27%, noch was an Eiweiß, was also ebenbürtig ist. Also ist von daher auch eine regelrechte Nahrungsquelle. Ja, okay. Die Wunderhaftigkeit, ein Satz noch dazu. Sehr gerne, ja. Ja, vor allen Dingen sicherlich dadurch bedingt, dass der Baum die Pflanze auf der Erde ist, die die meisten Antioxidantien enthält. Antioxidantien heißt, da kann der Baum den Menschen helfen, wenn er dann unter bestimmten Krankheiten leidet, die den Körper angreifen, die Entzündungen machen oder irgendwie zum Beispiel die Gelenke angreifen durch sogenannte freie Sauerstoffradikale. Da wirken die Antioxidantien hilfreich und das macht ihn unter anderem zu einem entsprechenden Produkt, was Menschen, die derartige Probleme haben, helfen kann. Ja, ja, das ist gut. Ja. Also er hat wirklich da unglaublich Spitzenwerte in ganz, ganz vielen Punkten. Das macht also ganz interessant. Generell ist der Baum ja schon uralt. Ja? Also wie kommt es denn, dass es jetzt in letzter Zeit erst so ist, dass der Baum jetzt diesen Bekanntheitsgrad erlangt? Also das liegt sicherlich wie immer an mehreren Faktoren. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich, du weißt es ja auch, dass viel mehr Menschen sich in den letzten Jahren für eine bewusstere Ernährung entscheiden. Und dann sucht man natürlich nach Nahrungsquellen alternativer Art, also ab von der industriellen Fertigproduktion in Plastikbehältern oder sonstigen Dingen zu mehr natürlichen Dingen, die gehaltvoll sind und eben wenig belastet sind. Das ist der eine Trend, der Aufmerksamkeit erregt, zum anderen sicher auch
die besseren Kommunikationsmöglichkeiten. Heute verbreiten sich Erkenntnisse jeder Art. Wir kennen es natürlich aus den Naturwissenschaften schon länger. Sie wurde ja Universitäten erfunden, um da rasch Wissen austauschen zu können. Das trägt natürlich auch dazu bei. Ja, böse Zungen behaupten ja, dass Firmen machen, wenn sie für die einzelnen Vitalstoffpräparate, also eigene Produkte haben und kein Interesse daran hat, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was so viele positive Eigenschaften hat. Ja, klar, das ist ein Geschäft. Da kriegt der Kunde praktisch Mengenrabatt, indem er alles in einer Packung hat. Ja. Das ist richtig. Ein Verkauf kauft sie das teurer. Ja, aber Scherz beiseite, es ist eben tatsächlich so, durch dieses wachsende Interesse und die guten Verbreitungsmöglichkeiten entsteht da ein regelrechter Rang. Also immer mehr Leute haben das Bewusstsein entwickelt und interessieren sich dann dafür. Und vor allen Dingen, weil es ja immer das beste Argument ist, sie profitieren davon. Also die meisten Menschen, so auch wir, als wir dann angefangen haben, zu uns zu nehmen, das Pulver, merkten direkt, man ist dann einfach besser drauf, man fühlt sich aktiver, belastbarer. Und es ist sogar so, wenn man zum Beispiel dieses Pulver abends zu sich nimmt, das haben wir anfangs immer so zu jeder Mahlzeit genommen, dann haben wir gemerkt, dann kann man nicht so gut einschlafen. Dann ist man also so ein bisschen aufgedreht, also sein Inneres ist aktiviert. Deswegen empfehlen wir jetzt nur noch den Kunden, das morgens und mittags zu nehmen, zumindest in einer vernünftigen Menge. Kleine Dosen verträgt man sich auch abends. Ja. Ja, das merkt man dann eigentlich recht bald. Okay. Was genau ist denn, du hast eben schon ein paar Stoffe angesprochen, was genau ist in der Moringa-Pflanze noch so drin? Es gibt ja eine ganze Reihe von Sachen, die man so spricht, und wenn es die nährstoffreichste Pflanze der Welt ist, dann muss es ja ein ganzes Füllhorn da geben. Gibt es da ein paar Sachen, die du vielleicht rausgreifen kannst, beispielhaft? Ja, ich knüpfe mal gerade an den letzten genannten Punkt an mit der Antriebssteigerung. Das ist also keinesfalls so, dass diese Pflanze irgendwelche Aufputschmittel enthält, wie halt der Teebaum oder der Kaffeestrauch, ähnliche Dinge, in denen dann Koffein mal Ding drin ist, sondern das ist einfach die Fülle der Inhaltsstoffe. Und das haben wir immer wieder schon beobachten können in der Medizin, wenn man, wir nennen das Exjuvantibus, also aus Hilfsmitteln heraus testet, wann geht es dem Patienten besser, dann wissen wir, wenn das eine Mittel ihm geholfen hat, dann hat ihm das gefehlt. Dem Baum sind ja so viele Bestandteile, dass bei heutigen Menschen, die in der Zivilisation leben und nicht mehr so viel natürliche Nahrungsmittel finden, dass die irgendwelche versteckten Mängel haben. Wer lässt sich schon in einem Labor für Hunderte oder Tausende Euro so ein vollständiges Blutbild machen mit allen Spurenelementen und allem, was dazugehört, ist viel zu teuer. Deswegen sieht man dann, wenn man solche versteckten Mängel einfach durch so natürliches Nahrungsmittel ergänzt, plötzlich Besserungen von Störungen, die man haben kann, oder von Befindlichkeiten, die einem nicht so gefallen. Es geht einem unterm Strich besser. Man kann dann aber nicht genau sagen, woran das liegt. Das ist eben die Fülle der Substanz. Ja, ist es wirklich so, dass in der Pflanze auch das Zusammenspiel dieser ganzen Nährstoffe optimal ist? Eine rhetorische Frage. Das ist natürlich so. Alles, was, ich will es mal so zusammenfassen, alles, was in einer natürlichen kommt, kann der Körper besser verwerten, als wenn das als isolierte Chemikalie in einer Kapsel oder Tablette kommt und der Organismus weiß gar nicht, wohin damit, weil Begleitstoffe fehlen, die er gewöhnt ist, um das richtig verarbeiten zu können. Das ist ja auch, das ist auch, denke ich, so ein Punkt, wenn ich jetzt irgendwelche Präparate zu mir nehme, ja, was ich Vitamin C-Kapsel, das ist ja völlig losgelöst und hier ist im Umfeld in der dann auch verbessert, viel, viel besser aufwerten kann. Ja, das sind halt Erkenntnisse neueren Datums. Früher dachte man, also als man in der Mitte oder in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts Vitamin C entdeckte, dann entstand ja da auch so ein Boom. Die Leute haben da
das grammweise zu sich genommen, wobei der Körper 75 bis 100 Milligramm am Tag verbraucht, also aufnehmen kann überhaupt. Der Rest geht dann über die Niere in den Kanal und die Kanalratten freuen sich, dass sie Vitamin C bekommen. Also der Mensch kann gar nicht so viel verarbeiten. Insbesondere eben, wenn er außerhalb von natürlich vorkommenden Produkten wie Früchten oder Gemüse zu sich nimmt. Mhm. Also das weiß man heute besser als früher. Da entsteht anfangs, wenn man irgendwas neu entdeckt, immer so eine Euphorie. Aber heute ist man etwas bescheidener, erkennt die großen Zusammenhänge und versucht dann mehr und mehr, das in natürlicher Verpackung, in Anführungsstrichen, sich zuzuführen, damit die Wirkung optimiert ist. Ja, also ich habe gelesen im Vorfeld, dass das, was man von der Moringa, von Moringa-Baum eigentlich so ziemlich alles verwerten kann. Aber wir sprechen jetzt wahrscheinlich hauptsächlich von dem Blattpulver, ja? Ja, das Hauptpotenzial der Nutzung liegt tatsächlich in den Blättern, da wir die frisch hier nicht hinbekommen, weil der Baum eben nur in Äquatornähe wächst, werden die Blätter vor Ort getrocknet, luftgetrocknet. Da sind ja immer Temperaturen über 30 Grad, dürfen auch nicht in der Sonne trocknen, das ist auch störend, sondern eben beschattet, belüftet und dann getrocknet und dann zermahlen. Und dann haben wir das als trockenes Blattpulver. Hier ist länger haltbar natürlich als so frische Blätter, die sind dann nach 2 Tagen völlig verwelkt. Ja. Und da steckt das Hauptpotenzial da drin. Aber tatsächlich werden alle Bestandteile von der Wurzel bis zur Krone in der Naturmedizin, in der ayurvedischen Medizin vor allen Dingen, seit 5000 Jahren bekanntermaßen, also schriftlich überliefert, angewendet. Wir haben übrigens eine Freundin auf Sri Lanka, die betreibt da so ein Ayurveda-Therapiezentrum. Und die haben wir natürlich direkt, als wir hier damit angefangen haben, befragt. Und die sagte, ja, natürlich kennst du das von alters her. Und wusste auch die einzelnen Bestandteile bezüglich ihrer Anwendung dann zu zählen. Also die Wurzel, wonach der Baum auch Meerrettichbaum heißt, ist wie Meerrettich, also sehr scharf, wird für Tees oder Umschläge gebraucht. Aus der Rinde kann man Destillat, also Aufguss machen, woraus man denn Umschläge bei umgeknickten Knöcheln machen kann, hat es uns erzählt. Man kann die Blätter als Tee genießen, die Blüten auch. Und die Schoten, in denen die Früchte wachsen, die werden im grünen, unreifen, noch zarten, weichen Zustand als Gemüse, wie bei uns Spargel, gekocht. Ah ja. Curry. Die Blätter kann man auch im Salat oder im Curry benutzen und ansonsten wird es vorwiegend für medizinische Zwecke benutzt. Im letzten Jahr waren wir ja in Afrika und haben uns da gewundert, dass die Menschen, denen der Baum wirklich vor der Nase, vor der Haustür wächst, in großer Zahl nicht genutzt wird. Und vor allen Dingen nicht für die Nahrung. Und die Länder im Äquatorgürtel, fast überall auf der Erde, sind ja Länder mit einer gewissen Armut, mit einer gewissen Unterernährung, die könnten das eigentlich gut gebrauchen, nutzen es aber nicht so, wie sie eigentlich könnten oder sollten. Unwissenheit wahrscheinlich. Ja, das ist auch in Afrika zum Beispiel, wo ja Ayurveda nie Fuß hat fassen können, weil die Kunst sich ja nur in Asien verbreitet hat. In Afrika kennen aber die Medizinmänner, also die Naturmedizin, auch die segensreiche Wirkung und setzen dann auch ein. Da wächst der Baum ja auch. Okay. Also wir haben unglaublich viele Inhaltsstoffe. Kannst du noch ein paar Zahlen im Internet darüber berichten, dass so viel mal enthält wegen anderen Pflanzen? Da gibt es so ein paar Sachen, die ganz besonders rausstechen. Also sicherlich ist auf alleroberster Stelle der Antioxidantiengehalt zu nennen, der in der Größenordnung von 50.000 ORAC-Einheiten liegt, also in der Region von Matcha-Tee, der hat auch ungefähr so Werte. Früher dachten wir, die Gucci-Beere wäre der Spitzenreiter mit ihren 25.000, aber da gibt es eben noch den Moringa-Baum. Die anderen Substanzen tatsächlich gibt es in so Tabellen, ich erinnere da an diese Tabelle, die immer wieder überall gezeichnet wird, wo man
Joghurt erwähnen, so und so viel Mark, so viel Eiweiß wie Joghurt. Das ist insofern nicht so ganz konkret, weil da die Milligramm pro Gewichtseinheit, also pro 100 Gramm oder 100 Milliliter nicht aufgeführt sind. Da gibt es entsprechende Tabellen, die brauchen wir jetzt hier nicht runterbeten. Ich möchte aber noch zwei andere Dinge erwähnen. Moringa-Blätter enthalten mehr Kalium als Bananen zum Beispiel. Mhm. Man nimmt ja gerne, vor allem als Sportler oder wenn man wandert oder wie immer, Bananen mit, weil das heißt, die bringen Energie und die bringen Kalium, was für Nerven- und Muskelfunktion und auch Herzfunktion wichtig ist. Ja, richtig, aber die Moringa-Blätter enthalten da ein Vielfaches. Eisen ist vor allen Dingen bei dem afrikanischen Moringa-Baum reichhaltig drin vorhanden, viel mehr als in anderen Pflanzen, weil die Böden halt sehr eisenhaltig sind. Vielleicht hast du mal Bilder von der afrikanischen Steppe gesehen, die haben so einen ganz roten Boden, ähnlich wie im Zentrum von Australien. Das ist Laterit, also ein Gestein, ein Mineral, was einen hohen Eisengehalt hat. Und daher nehmen die das mit der Wurzel dann auch auf. Also von daher sind da viele Nahrungsmittel oder Spurenelemente drin, die der Mensch gut gebrauchen kann. Das mit dem Eisen möchte ich nochmal betonen, ist ja vor allen Dingen für Frauen wichtig, insbesondere für vegetarisch oder vegan lebende Frauen. Die haben ja ein Problem, das alles in ausreichendem Maße sich, also das Eisen sich zuzuführen, die monatlichen Blutverluste, die sie haben. Da wäre also auch Moringa-Blattpulver eine gute Ergänzung. Was ich noch gelesen habe, ist Zeatin. Was ja irgendwie ein Wachstumshormon ist und dass es wohl hilft, den Hormonhaushalt zu balancieren, was natürlich für Frauen aus ihren Wechseljahren ganz interessant ist. Ja, das Zeatin ist für Frauen in vieler Hinsicht günstig. Ich sage erstmal nochmal, was das mit dem Baum macht. Das Zeatin ist für den Moringa-Baum Wachstumsfaktor. Der Moringa-Baum, das muss man wissen, ist einer am schnellsten wachsenden Pflanzen überhaupt, die wächst. So 5 Meter im ersten Jahr, da kann man also fast bald zugucken. Voraussetzungen sind natürlich die entsprechenden klimatischen Bedingungen. Ja. Sonne 30 Grad, mal eine Regenzeit für das Wasser. Ansonsten lebt er im Trockenen. Er kommt ja aus dem Nordwesten von Indien, wo eine große Wüste ist, am Fuße des Himalaya. Also er kann eine gewisse Höhe vertragen, er verträgt Trockenheit. Und wächst halt relativ schnell. Von daher lässt er sich auch gut abernten, ähnlich wie Tee, dass man da die Blätter abpflückt, einen Teil noch stehen lässt, das wächst also rasend schnell wieder nach, vor allen Dingen auch, wenn man den Baum beschneidet. Also von daher ist dieses Zeatin für das Wachstum des Baumes wichtig. Von da abgeleitet hilft uns dieses Zeatin aber auch uns als Menschen, weil einfach jede Zelle, nicht nur die des Moringa-Baumes, öffnet für die Nährstoffe, die jede Zelle braucht. Das ist wie so ein Schuhanzieher, das leitet die Nährstoffe da besser in die Zellen rein. Wenn sie sich so ein bisschen schwer tun oder langsam sind im Stoffwechsel, dann geht das alles so ein bisschen schneller und besser. Das hat als erstes die westliche kosmetische Industrie entdeckt und auch genutzt, indem wir Zeatin in Cremes gepackt hat, weil die sich ja dauernd teilenden Hautzellen energiebedürftig sind und diese Hautzellteilung ist natürlich nötig, um die Haut widerstandsfähig und auch jugendlich und straff und faltenfrei zu halten. Und das hat auch tatsächlich geholfen, weil einfach die Regenerationsfähigkeit der Haut verbessert wird durch das Zeatin. Ah ja, das ist interessant, ja. Ein Stoff, der da für den Menschen oder für medizinische oder kosmetische Dinge von Bedeutung ist. Ich möchte noch einen anderen erwähnen, der jetzt für mich als Mediziner von besonderem Interesse war. Das ist das Salvestrol. Ja. Salvestrol kommt auch in anderen Pflanzen vor, ist aber auch im Moringa-Baum in besonderem Maße vorhanden. Das Salvestrol ist ähnlich wie die, die wir noch gar nicht erwähnt haben, wie die anderen Fraßhemmstoffe, ein bitterer oder scharf schmeckender Stoff, den die Pflanze eigentlich zum eigenen Schutz produziert, damit sie nicht gefressen wird und ähnlich schlimme Dinge ihr passieren.
Sei das nun von großen Tieren mit Zähnen oder von kleinen mit Rüsseln oder sogar von Bakterien und anderen Mikroorganismen. Also diese pflanzlichen Abwehrstoffe. Nachgewiesenermaßen eine Wirkung, dass sich rasch teilende Zellen haben. Also das wären insbesondere natürlich Krebszellen. Ja, ah ja. Die Krebszellen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie völlig unkontrolliert, ohne jede Regelhaftigkeit, die sonst im Zellkern programmiert ist für die Zellteilung und Vermehrung, sich blödsinnig vermehren, über alle Grenzen hinaus wachsen. Und für diesen Stoffwechsel dann auch sehr viel Enzyme in der Zelle haben, um rasch sich vermehren zu können. Wenn man nun diese Enzyme mit einer Substanz füttert, die beim Abbau giftig ist, also im Zellinneren, entstünde dann, wenn sie Salvestrol gefressen hat, eine leicht giftige Substanz. Wenn man nur wenig Enzyme in der Zelle hat, dann passiert der Zelle nichts, weil auch nur wenig giftiges Abbauprodukt von Salvestrol entsteht. Wenn aber die Zelle mit 20 Mal höherer Geschwindigkeit umsetzt und mehr Enzyme hat, dann entstehen halt auch 20 Mal mehr von diesen giftigen Abbauprodukten von Salvestrol. Dann geht diese Krebszelle kaputt. Gesunden Zellen nicht. Und es gibt da Einzelfallbeschreibungen, natürlich noch keine größeren Studien. Im Internet kann man unter Salvestrol nachlesen, wie Patienten also dann plötzlich nach einer Zeit, nachdem sie salvestrolhaltige Dinge genommen haben, keine Metastasen mehr hatten oder der Krebs nicht wiederkam oder ähnliche Erfolgserlebnisse. Da muss man immer vorsichtig sein, das gibt eine gewisse Rate von Spontanheilung immer, wo sich dann aus irgendeinem Grund die Abwehr des menschlichen Organismus erholt und diese falschen Zellen dann selber abwehren kann. Aber sicherlich kann das Salvestrol dazu beitragen, dass der Körper besser damit fertig wird. Und wenn man das Salvestrol nimmt man ja dann eben nicht alleine, nicht als Kapsel und nur Salvestrol, sondern in Form des Moringa-Blattpulvers zu sich und die anderen Stoffe da drin stärken ja auch die Abwehr, also insbesondere die Antioxidantien. Durch die verstärkte körpereigene Abwehr kann dann der Organismus auch mit so falschen Zellen besser fertig werden. Ja, das klingt ja hochinteressant. Das wird auch, denke ich, für viele Zuschauer ja, eine interessante Information sein. Und, Ja. eigentlich ist es ja wirklich sehr, sehr einfach, dieses Moringa-Blattpulver dann auch zu verwenden. Also ich will es jetzt nochmal sagen, Krebs ist halt eine Möglichkeit, wo es bei helfen kann. Ich meine, du bist Arzt, du kannst da auch andere andersartige Aussagen treffen. Was ich auch gelesen habe, natürlich bei Diabetes kann es auch helfen. Ja. Arteriosklerose, ich meine, du bist Arzt in der Medizin und Kardiologie, also die Lehre vom Herzen und seine Erkrankungen. Und da ist das, denke ich, auch ein Thema, wo du was zu sagen kannst. Also sprich Erweiterung der Blutgefäße, solche Sachen, da spielt es ja auch mit rein. Ja, beschrieben werden tatsächlich blutdrucksenkende Wirkungen. Das ist richtig. Ich möchte aber nicht jetzt hier behaupten, das käme jetzt alles, also glattere Gefäße oder weniger hoher Blutdruck, das käme von dem Moringa Blattpulver alleine oder von Substanzen darin. Was wir schon lange wissen, ist folgender Effekt. Ein Mensch hat irgendein Problem, kriegt vom Arzt gesagt, also pass mal auf, Sie müssen jetzt abnehmen und Sie müssen sich gesünder ernähren und dies und das und mehr bewegen. Dann, wenn er vernünftig ist, tut er das ja dann auch und hört auf die Ratschläge. Dann hat er eine umfassende Umstellung seines Lebensstils. Und der macht es dann aus, das alles zusammen. Also das möchte ich jetzt nicht auf einen Punkt kaprizieren, aber es hilft natürlich. Das ist keine Frage. Das ist auch ein Zusammenhang, abhängig vom Moringa-Baum mit den darin vorhandenen Substanzen schon beschrieben. Auch immer klar durch das zusammengetragene Wissen, aber trotzdem kann ich dir nicht in Form einer Heilaussage behaupten, nimm Moringa-Blattpulver und dein Blutdruck wird sich normalisieren, kannst alle Pillen wegwerfen oder ähnliches. Das geht so nicht, aber es ist eine wesentliche begleitende Maßnahme, die helfen kann, solche Gesundheitsstörungen besser werden. Okay. Gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis.
Wenn ich jetzt sage, das klingt alles interessant und jetzt fange ich an, mir das einzuschaufeln oder in Tablettenform oder Pulverform, wie fängt man damit am besten an? Wie viel sollte man täglich sinnigerweise zu sich nehmen? Wonach richtet sich das? Das ist tatsächlich auszuprobieren. Es gibt natürlich so Durchschnittsempfehlungen, dass man sagt, man kann mit einem halben Teelöffel Pulver pro Mahlzeit anfangen. Das ist richtig. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal zurückkommen auf das eben Gesagte mit den fraßhemmenden Stoffen in dem Moringa-Baum. Das hat ja seinen Grund. Das heißt also, auch der Mensch wird in dem Fall als Fraßfeind vom Baum verstanden und er wehrt sich. Das heißt, er wehrt sich dadurch, dass seine Blätter scharf schmecken. Die enthalten halt Dinge, die scharf und ein bisschen bitter schmecken. Das Scharfe da drin ist Isothiocyanat, also ein Stoff, der sich auch im Senf oder anderen scharfen Pflanzen wie Rucola zum Beispiel finden. Da kann man nur eine begrenzte Menge von zu sich nehmen auf einmal. Also manche haben das versucht, die Kunden, die das versucht haben, haben auch Rückmeldungen gegeben. Die haben ganzen Esslöffel auf einmal genommen. Das ist meist doch etwas reizend für die Schleimhäute unseres Verdauungstraktes. Das schmeckt nicht so gut, aber manche sagen ja, Medizin muss auch nicht schmecken. Ich nehme es jetzt, wenn es mir hilft. Und meinen, viel hilft viel. Also Vorsicht, da muss sich jeder rantasten. Und wir hören immer wieder manche, die sagen, boah, ich habe da gar nicht mit so einer geringen Menge anfangs versucht, sondern habe direkt einen ganzen Häufchen Teelöffel genommen und gut vertragen. Und andere sagen, von der Messerspitze hätten sie schon ein bisschen Magendrücken. Das muss man individuell ausprobieren. Aber Einstiegsempfehlung ist eine Messerspitze oder ein halber Teelöffel pro Mahlzeit zu Beginn. Wenn man anfängt, das zu nehmen, oder zum Beispiel erst zwei Tabletten, das wäre 1 Gramm, so eine Tablette enthält 0,5 Gramm. Da muss jeder sich rantasten, was er da verträgt. Also Moringa kann nicht als vollständiger Nahrungsersatz dienen, weil man so viel gar nicht auf einmal essen kann, sondern es ist und bleibt eine Nahrungsergänzung, aber eben eine sehr wertvolle, weil diese vielen Bestandteile darin sind. Und wenn man das vertragen hat, dann kann man auch einen ganzen oder so großen Teelöffel sich unter seine Mahlzeit mischen. Und das Gute ist, Moringa-Pulver verträgt sich eigentlich mit herzhaften und auch mit süßen Speisen. Aber es hat uns schon mal eine Idee, was für Größenverhältnissen wir uns da bewegen. Ja. Also man sollte also wirklich anfangen, dieses Moringa-Blattpulver da mal langsam zu steigern und zu gucken, wie man darauf reagiert. Ja. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass man es bei sich zu Hause anbauen kann? Im Prinzip ja, aber funktioniert natürlich hier nie so 100%, weil wir ja nicht am Äquator leben und wir haben halt nicht 12 Stunden Sonne und 30 Grad durchgehend. Das ist sich eigentlich der. Aber gelingt schon. Wir können also diese Samen nehmen, Tage feucht halten, also in ein nasses Handtuch einschlagen. Nach ein paar Tagen sieht man die Keime da rauskommen und dann kann man sie in eine magere Erde setzen. Also wir nehmen da immer 50% Gartenerde, 50% Sand. Das ist sie gewöhnt, das kennt die Pflanze. Muss man, solange dieser Keim da am Treiben ist und das Pflänzchen aus der Erde kommt, sie einigermaßen feucht halten, also jeden Tag ein bisschen gießen. Sie darf allerdings nicht nasse Füße kriegen, sozusagen, also nicht im Nassen stehen. Das kennt sie nicht von zu Hause. Und dann wächst und gedeiht sie, vor allen Dingen bei Temperaturen über 15 Grad. Also die sollten es schon sein. Dann kann man sie des Sommers auch hier rausstellen, in südliche Lage, also in die Sonne. Dann wächst sie auch und man kriegt sie manchmal so einen halben Meter hoch oder noch höher, kann dann sogar immer mal ein paar Blättchen abpflücken und essen. Aber wenn es dann kühler wird, so ab September in unseren Breiten, dann muss man sie doch meistens reinholen, an Südfenster auf die Fensterbank stellen und dann vielleicht im Oktober auch die Heizung darunter anmachen, damit sie, wenn man großes Glück hat, auch über den Winter kommt. Also, bei uns haben wir das geschafft. Also wir haben das immer nur im Sommer. Aber
Das ist so für Spaß ganz nett, aber da kann man nicht seine eigene Plantage machen und das dann abäsen. Okay. Ja, gut, aber es ist ja, denke ich, eine Frage, die öfter kommt und wollen wir mal einfach wissen, wie sich das verhält. Ja. Wo wir bei der Praxis sind, wie kann man Moringa in der Küche verwenden? Du hast eben schon ganz kurz das angesprochen. Also das Pulver ist natürlich vielseitig verwendbar. Da diese Frage natürlich sehr häufig kommt, haben meine Frau und ich ja im letzten Jahr ein entsprechendes Rezeptbüchlein verfasst, wo man sich dann da näher informieren kann, wie man seinen Tag, also das Essen über den Tag mit Moringa verbringen kann, wie man es anwenden kann. Also man kann zum Beispiel morgens, um das mal zu erwähnen, sich einen Aufguss aus den Blättern machen. Es gibt also auch so geregelte Blätter, genau wie so ein Blatttee, in der Tüte kaufen kann. Den kann man sich aufgießen. Oder aus den Blüten, da bekommt man sehr feinen, milden, fast sahnig schmeckenden Tee. Das ist edel. Und man kann dann diese Blüten oder Blätter auch auf dem Salat weiter verzehren. Man muss die dann nicht nach dem Aufguss wegschmeißen. Man kann das Pulver eigentlich unter alle Speisen drunter mengen, in einer Menge, die der Geschmack noch erlaubt. Also zum Beispiel nehmen wir an der Salatsoße, auch Dressing genannt, immer Moringa-Blattpulver, weil ich früher auch Salatsoße mit ganz gerne gemocht habe, passt das da ganz gut. Das hat ja so diesen leicht scharfen Geschmack. Das ist aber gut neutralisiert durch die anderen Angaben. Verrätst du uns das Rezept? Die Salatsoße ist ja einfach. Also ich nehme immer für so eine Schüssel Salat, die wir zu zweit hier verwenden, eine halbe Zitrone, also Saft von einer halben Zitrone, eine ganze Orange, nicht so eine riesige, sondern eine mittlere Orange. Dann hat man schon mal eine milde Grundlage. Den Saft aus der Orange dann oder? Dann den Saft der Orange und den Saft der halben Zitrone. Dann kommt dann Salz und Pfeffer, wie gewöhnlich. Und dann nehmen wir Olivenöl aus reifen Oliven. Wir mögen dieses manchmal stechend schmeckende Olivenöl aus den grünen Oliven. Das ist ein sehr mildes Öl und dann kann man dazu noch so einen Teelöffel von dem guten Moringaöl dazugeben. Das ist natürlich was Besonderes. Dann hat man auch noch mehr Moringa dabei. Es gibt auch diese pikante Geschmacksnote und ist eben auch mal sehr gesund. Und damit hätten wir schon ein Salatdressing, was ziemlich lecker ist. Also das Blattpulver kommt dann auch dabei, Ja, ja? ich meine, ich hätte es schon erwähnt. Ja. Das Blattpulver war selbstverständlich. Ich erwähne es ausdrücklich jetzt. Da kommt natürlich da so ein gestrichener Teelöffel, in unserem Falle von dem Moringa-Blattpulver dazu. Wenn das jemand versucht und es wird dem dann zu herb, ist ja der Geschmack verschieden, dann kann man das so ein bisschen abmildern oder ganz gut abpuffern mit etwas Apfeldicksaft. So ein Teelöffel Apfeldicksaft mit drunter rührt und das Ganze, dann wird das für jeden Geschmack gut essbar. Also dann hat man was Klares, Sauberes, ohne künstliche Zutaten und es ist rohköstlich, da ist ja nichts Gekochtes dabei. Essig ist ja erhitzt, also ist ja gar nicht erwähnt worden, kommt bei uns ja nicht dran. Und dann hätte man also wirklich eine schmackhafte und noch gesunde Salatsoße. Okay, sehr schön. Jetzt sprachst du eben noch von dem Buch, von dem Rezeptebuch. Sagst uns noch, wie dieses Buch heißt. Ja, das heißt Josefas vegane Moringa-Rohkost-Rezepte. Josefa ist deine Frau, die Ja. habe ich auch schon mal interviewt. Wer mag, kann da auch nachschauen. Ich verlinke es uns auch gerne. Josefa Bucher. Ja. Genau, von ihr ist das Buch mit den vielen Rezepten. Verlinke ich auch gerne, wer sich dafür interessiert. Ja, das wäre sicher ganz hilfreich, weil, wie ihr schon gesagt, bezüglich der Anwendung von Moringa doch immer noch viele Fragen offen sind. Das ist ja nichts, was wir kennen in unserer Kultur, deswegen muss man das erstmal irgendwie integrieren. Ja, Da genau. haben wir hoffentlich ein bisschen geholfen mit diesem kleinen Rezeptbuch, so ein paar Anregungen,
Aber jeder, der rohköstlich irgendwas zubereitet, ist ja eh meist mit viel Fantasie bei der Sache und tut das ein oder andere dazu, findet Wildkräuter, die dann mal einen anderen Geschmack dazugeben. Und so muss man das Grün des Moringa-Blattes auch da sehen, dass man da. Okay. Jetzt habe ich noch ganz eine letzte Frage. Da kannst du vielleicht noch ganz kurz was zu sagen. Ich mache viel zum Thema grüne Smoothies. Und da ist natürlich auch die Frage, kann man das Moringa-Blattpulver auch in einen grünen Smoothie mit dazufügen? Ja, das ist natürlich eine tolle Sache für all die, die nichts Frisches zur Hand haben, aber so ein Glas oder eine Tüte Moringa-Blattpulver im Schrank, da kann man, wenn man die Früchte hat, die ja meist länger halten als das frische Grün, da kann man das frische Grün ersetzen durch mehr oder weniger großen Löffel von der Moringa-Blattpulver, je nachdem, was man da in seinen Mix reingetan hat, und hat den gleichen Effekt. Man hat das grüne Blatt, was ja mit hineingebracht. Und muss halt, was das Blatt an Wasser enthält, ergänzen, indem man Wasser dazu gießt. Dann hat man. Und Ja, diese. das ist denke ich, eine ganz interessante Sache, wirklich, wenn man sagt, gerade jetzt im Ja. Winter, ich möchte gerne. Reisen, oder man kann ja grundsätzlich, ich gebe oft auch einfach mal so einen Teelöffel oder was mit dabei, einen grünen Smoothie. Ja, Genau, das ist eine schöne Sache. darf ich denn in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Josefa den grünen Smoothie-Würfel entworfen hat, genau eben aus dieser Idee heraus. Hat nämlich viele Kunden, sie war ja auch sehr aktiv bezüglich der Verbreitung von grünen Smoothies in Deutschland. Und die Kunden fragten dann tatsächlich immer diese Frage: Wie mache ich am Wochenende, wenn ich nicht frische Sachen bekomme, meinen grünen Smoothie oder einen kleinen Mixer, der alles schön klein hacken konnte. Und dann ist hier in dem Moment, wo wir Kontakt hatten mit dem Moringa-Baum oder mit dem Moringa-Blattpulver, die Idee gekommen, da ist mein grünes Blatt, was ich benutzen kann, wenn ich nicht frisches kaufen kann. Daraus hat sie dann aus Trockenfrüchten und dem Moringa-Blattpulver diesen grünen Smoothie-Würfel entwickelt, der eben genau das macht, was wir gerade beschrieben haben. Wenn man den mit Wasser mixt, hat man einen grünen Smoothie aus getrockneten Zutaten, die man sonst auch in den grünen Smoothie reintut. Aber man Das isst ist eine sehr so, schöne die Sache. Müsli-Riegel hat einen Energiespender durch die süßen Trockenfrüchte. Da sind also Datteln, Aprikosen, Bananen in trockener Form zusammen mit 40% Moringa-Blattpulver zu einem Würfel verarbeitet, der sich gut mitnehmen lässt, der gut haltbar ist und den man entweder so wie Müsli-Riegel essen kann oder eben gemixt als Getränk, als Würfel. Genau, ja, und Josefa war ja tatsächlich meine erste Interviewpartnerin, als ich damals gestartet bin mit meinem Blog Grün und Gesund. Da war ich bei Ja. euch und da haben wir auch mal gemeinsam so einen grünen Smoothie gemixt, auch den grünen Smoothie-Würfel mal getestet. Also, ich denke, den Link zu diesem Interview werde ich auch mal drunter noch mitgeben, wer sich dafür interessiert. So, jetzt haben wir anfangs erwähnt, dass du ja sozusagen im Hintergrund wissenschaftlich arbeitest bei moringahaus.de, so nennt sich eure Plattform, worüber ihr ja Moringa und Moringa-Produkte anbietet. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was dazu einfach. Ja, wir haben in der Zeit diesen Internetshop, wo man sich zum einen informieren kann, aber eben dann auch bestellen kann, vor allen Dingen Moringa-Produkte, aber auch ein paar Rohkostprodukte oder Dinge, die mit der Zubereitung oder mit Rezepten da zusammenhängen. Aber eben speziell die ganze Palette der auf dem Markt befindlichen Moringa-Produkte. Josefa erfindet ja auch alle paar Monate etwas Neues, gesehen von dem Smoothie-Würfel, immer mal noch Neues heraus, kann man dann auch sehen auf der Seite. Also www.moringahaus.de wäre die Genau, Adresse. wenn er mal nachschauen möchte. Und Und da möchte ich ja. darauf hinweisen, dass du ein Geschenk mitgebracht hast, das hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Das ist ja mittlerweile bei mir fast schon ein Standard, dass es am Schluss immer ein Geschenk gibt. Das finde ich immer total klasse. Da kannst du jetzt auch gerne was zu sagen, das mal vorstellen. Wir werden jedem, der zum ersten Mal nach diesem Interview bestellt, in unseren Shop gerne zwei Smoothie-Würfel zur Verfügung stellen, den einen zum Mixen, den anderen zum so Essen für unterwegs und so vier Samenkörner des Moringa-Baums. Kann er ja selber mal das Experiment machen mit dem Anpflanzen. Muss man sich jetzt beeilen, denn es fängt ja jetzt gerade an, wärmer zu werden. Dann hat man diesen Sommer vielleicht noch Freude an dem einen oder anderen Bäumchen. Also das Ja, bieten das ist eine wir gute an, Sache. damit man das überhaupt mal erst kennenlernen kann. Ansonsten gibt es natürlich verschiedene Packungsgrößen. Wer also erstmal vorsichtig versuchen will, kann natürlich dann mal die kleinere Packung bestellen, verschiedenen Produkten, aber es gibt es in allen möglichen Varianten. Da möge man im Shop stöbern, das macht sicher Spaß, da findet sich eine ganze Vielfalt an unterschiedlichen Angeboten. Ja, und wichtig ist auch, dass ihr wirklich da auf hohe Qualitätsstandard achtet. Da gibt es ja von bis, vielleicht kannst du auch ein Wort zu sagen. Also wir haben unseren Importeuren gesagt, das Ganze wird nur laufen, wenn man eine zertifizierte Bio-Qualität, auch rohköstlich, also nicht erhitzt, anbietet auf dem deutschen Markt. Und das klappt auch, sie haben die Zertifikate. Das ist sicher ganz wesentlich. Wir waren selber in Afrika, haben uns das Ganze angeguckt und eben auch mit versucht, da den Afrikanern selber das nochmal nahe zu bringen, was da praktisch in den Mund wächst. Wichtig ist sicher, dass man auch sich bewusst macht, dass Wuchsware, also wild gewachsene Produkte von wild gewachsenen Moringa-Bäumen vertreiben. Man muss bedenken, wenn Plantagen angepflanzt werden, in Monokultur natürlich, überall auf der Welt sind diese Bäume anfällig gegen Schädlinge. Entsprechend müssen Großplantagen, wie sie in China, Indien, zum Teil auch in den Philippinen bestehen, irgendwie geschützt werden. Das heißt also, man kann es denn hier unterscheiden, wenn man das ins Labor gibt und auf Pestizide untersucht, wenn die Produkte frei sind von Pestiziden, dann kann man sicher sein, dass das jetzt nicht irgendeine billig Plantagenware ist, die belastet sein kann. Ich will da keinen bezichtigen, aber wir haben es halt schon erlebt, dass insbesondere aus den asiatischen Ländern, vor allen Dingen aus solchen, die auf dem Weltmarkt streben, Belastungen festgestellt worden. Okay. Ja, ist ein wichtiger Hinweis, dass ihr wirklich diese hohen Qualitätsstandards da habt. Ja, dann will ich es nochmal zusammenfassen. Also, wer Interesse daran hat, dieses Geschenk mitzunehmen bei der Erstbestellung, gibt es also zwei grüne Smoothie-Würfel, über die wir gesprochen haben, mit dabei und vier Moringa-Samenkörner werden mit dabei gelegt. Um da ranzukommen, haben wir im Vorfeld besprochen, es gibt bei der Bestellung so ein Feld für Bemerkungen. Da schreibt ihr bitte einfach rein: Geschenk, grün und gesund. Und dann kriegt ihr das hinzugefügt. Das kommt in der Bestellung, sonst wird es nicht aufgeführt. Aber ihr seht das dann bei der Bestellung, legt das dazu als Geschenk für die Erstbestellung. Da gebe ich auch in meinem Blog einen Screenshot, dass man genau weiß, wie das aussieht. Und das kommt bei euch dann an. Vielen, vielen Dank dafür, für das Geschenk und natürlich auch für das Interview, für die Informationen, die wir hier erfahren durften, dass du mir uns geteilt hast. Dankeschön dafür im Namen meiner Zuschauer. Und ja, dann verbleibt mir nur noch darauf zu verweisen, wenn ihr Fragen habt, direkt hier unter dem Video gibt es den Kommentarbereich, da könnt ihr gerne reinschreiben. Wenn ihr Fragen habt, die leite ich dann auch noch euch weiter. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch mehr wissen möchte. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an dich nochmal, an Josefa im Ja. Hintergrund. Viel Erfolg für euch weiter. Vielen Dank für eure gute Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Andreas von grün-und-gesund.de. Ciao.